Ali, du Drecksau, wir hassen dich. Schon viel erlebt in meiner Laufbahn, aber so einen Fall noch nicht. Und jetzt darf Beate Zschäpe ihre Großmutter in Jena besuchen, 6 Monate nachdem sie sich gestellt hat. Wir begleiten sie, meine Kollegin und ich. 8 Stunden Fahrt, 8 Stunden Zeit. 2 Verhörspezialisten, die nicht verhören dürfen, ohne ihre Anwälte. Aber vielleicht bringen wir sie zum Reden. Am 8. November stellte sich die mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe in Jena der Polizei. Zwischenzeitlich wurden die Leichen von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos obduziert. Die Wohnung des Trios wurde durch eine Explosion erschüttert. Elf Waffen haben wir gefunden. Wenn wir sie bei unserem Ausflug nicht zum Reden bringen, dann wird es ein langer Prozess. Die Bundesanwaltschaft nimmt an, dass 10 Mordfälle, 2 Sprengstoffattentate und etliche Banküberfälle auf das Konto des Trios Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe gehen. Warst du dabei? Was ist los mit dir? Warum redest du nicht mit uns? Rolle. Können Sie nicht schlafen? Reisefieber, Frau Kollegin. Seltsam. Noch bin ich nicht beunruhigt. Ich vergesse die Namen immer wieder. Lilly und Heidi. Welches Heidi? Rechts. Die Katzen hat sie noch gerettet, bevor die Wohnung in die Luft flog. Eine ältere Dame und 2 Handwerker in Lebensgefahr. Da kommt sie so schnell nicht raus. 3-facher Mordversuch. Danach gilt die Unschuldsvermutung. Sagen Sie mal, finden Sie eigentlich hübsch? Eines frage ich mich ja immer wieder. Hat die mit beiden Uwes geschlafen? Alles möglich. Bring mir den Kopf des Johannes und ich liebe dich. Salome. Ich habe die Bibel noch gelesen. Gut, dann überprüfen Sie jetzt bitte alle noch mal die Wagen. Die Strecke ist gesichert, soweit es geht. Das SEK hat die Wohnung rund um die JVA Gera durchsucht. Es wurden keine Verdächtigen gefunden. Wenn die Angeklagte mit uns im Auto sitzt, dann blenden wir beide alles aus. Sie soll sich bei uns wohlfühlen. Das heißt, wir wollen ein Geständnis. Wir werden Sie nicht am Reden hindern. Frau Dietrich und ich führen das Gespräch. Ist das verstanden worden?
Gibt es Hinweise auf mögliche Befreiungsaktionen? Dann wären einige ihr größtes Problem elegant los. Waren Sie das? Nie den Humor verlieren. Heute? Ja, habe ich doch erzählt. Willst du abhauen? Nerv mich nicht. Ich an deiner Stelle würde es probieren. Hau ab. Hau einfach ab. Morgen. Morgen, Frau Kollegin. Gute Laune. Morgen. Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Die beiden Kolleginnen werden euch zur Seite stehen, die Angeklagte im Auge behalten. Der Chef? Der erwartet uns in Gera. Das ist letztlich absurd, was wir hier machen. Unser Krankenbesuch auf Staatskosten? Finde ich jung. Wir müssen nehmen, was wir kriegen. Außerdem habe ich sie als Spezialistin ausgesucht. Nicht als Klotz am Bein. Ach so. Sie meinen, ich soll mir diesmal Mühe geben. Es geht los. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, bevor es losgeht, Ihre Anwälte haben Sie ja sicher aufgeklärt. Ich sag's aber noch mal. Sie sind hier zu nichts verpflichtet. Wir können über alles reden, Gott und die Welt. Müssen wir aber nicht. Haben Sie das verstanden? Ja, das habe ich verstanden. Wir werden natürlich eine Gesprächsnotiz über das Ganze machen, aber erst am Ende. Ja, durch meine Kollegin und mich findet lediglich eine Begleitung zu Ihrer Großmutter in Jena statt. Gut, dann haben wir das ja auch geklärt. Die Fußfesseln lassen wir weg. Ja, also, auf geht's. Erzählen Sie zunächst von Ihrer Familie. Ben, onun başını aldım kucağıma. Başını kucağıma aldım. Yüzünü okşadım. Ich zog seinen Kopf auf meinen Schoß und strich ihm über sein Gesicht. Oğlum bana bir şey söylemek istedi. Söyleyemedi. Mein Sohn wollte mir etwas sagen, konnte es aber nicht. Yüreğimi kopardılar. Bir tek oğlumun çocuğu geriye kaldı. Die haben mir mein Herz abgerissen. Nur das Kind meines Sohnes ist zurückgeblieben. Biz kendi emeğimizle geçinip gidiyoruz, kendi paramızla. Ne istediler bizden bu insanlar? Wir sind Menschen, die auf eigenen Füßen stehen. Was wollten diese Menschen von uns? Habt ihr Bild?
Ja. Funkkontakt? Gut verständlich. Gut, wir hören mit. Was ist das denn? Ganz ohne Sicherheit geht das nicht. Sie sind ja, wie soll ich sagen, eine brisante Fracht. Niemand weiß von unserer kleinen Unternehmung. Außer Ihren Anwälten. Ja, das reicht doch. Ja, eben. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Das sag ich meinen Leuten auch immer. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Uns müssen Sie nicht misstrauen. Das hier, das ist kein Verhör. Ja, das habe ich schon verstanden. Ich sag sowieso nichts, was nicht aufgeschrieben werden darf. Davon können Sie ausgehen. Naja, ich bin derzeit nicht gerade ein Sonnenscheinchen. Meine Oma ist gestürzt. Ist schlimm? Ja, irgendwann fangen wir alle an zu wackeln, ne? Aber ich habe gehört, dass sie schon wieder ganz gut auf den Beinen ist. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht, dass Sie sind im Alter nicht ungefährlich. Ihre Mutter kommt ja morgen früh auch mit. Ist das so? Ja. Ich glaube schon, jedenfalls hat man uns das so gesagt. Also allein wäre Ihre Oma nicht gekommen. Nee, der Sommer lässt mal wieder auf sich warten. Wann hat das eigentlich angefangen? Naja, gefühlt vor 3 Monaten. Ja, im Osten soll es ja schöner werden. Seit wann im Osten? Ja, das ist so, statistisch. Da ist Rostock von der Sonne her, ist Rostock vor München. Ja, das stimmt. Das glaube ich nur, wenn ich sehe. Sind Sie immer so misstrauisch? Immer. Und bei Ihnen ganz besonders. Rostock. Unsinn. Auf den Inseln ist das immer am sonnigsten. Hiddensee und so. Fehmarn, auch nahezu immer schönes Wetter. Auch wenn es auf dem Festland regnet wie aus Kübeln. Fehmarn immer schön. Das können Sie doch sicher bestätigen, Frau Zschäpe. Wer sagt denn, dass ich auf Fehmarn war? Das habe ich aus Ihrer Akte. Ich dachte, das wäre geklärt. Ja, weil das alles stimmt, was in der Akte steht. Ja, da sagen Sie was. Aber die Ermittlungen sind ja längst noch nicht abgeschlossen. Wir sind da längst noch nicht am Ende. Vielleicht war ich ja mal da, als Kind? Als Kind. Auf Fehmarn. Im Westen. Vielleicht. Als Sie die Nachrichten über das Trio gesehen haben, da sagten Sie, sei für Sie eine Welt zusammengebrochen. Wie ist das gemeint? Das Letzte, was man von seinen Freunden erwartet, ist, dass sie sowas machen. Können Sie bitte in meine Richtung sprechen? Ich verstehe Sie sonst nicht. Es braucht Zeit, bis man das verstehen kann. Sie waren so lieb und nett. Ich habe ihnen zu 100% vertraut. Und sie haben mich von vorne bis hinten belogen. Ich habe mich gefragt, mochten die mich wirklich oder haben die mich von Anfang an nur verarscht? War von Waffen, Bomben und so etwas die Rede? Waffen nicht, aber Bomben. Die Jungs haben darüber erzählt, als hätte jeder in seiner Jugend sowas schon mal gebaut. Die haben so gefragt, ob ich sowas noch nicht gebaut hätte. Das war beim Vorbereiten fürs Grillen, da saß ich schon am Tisch. Und wie kam das Thema darauf? Aus irgendwelchen Späßen, so wie, hast du noch nie eine Bombe gebaut, oder?
Das sieht ja vielleicht scheiße aus. Wann fahren wir? Nach Mitternacht. Ich bin nicht dein Haus. Hoch da? Hoch da. Blut muss fließen, Knüppel hagelt dick und wir scheißen auf die Freiheit dieser Judenrepublik. Blut muss fließen, Knüppel hagelt dick und wir scheißen auf die Freiheit dieser Judenrepublik. Blut muss fließen, Knüppel hagelt dick und wir scheißen auf die Freiheit dieser Judenrepublik. Wer ist beim Aufhängen der Puppe dabei gewesen? Mundlos, Bönert. Schäpe, ich selbst und Wohlleben. Beate Schäpe hat praktisch nichts gemacht, nur zugeschaut. Die beiden haben gemeinsam die Puppe aufgehängt und danach sind wir schnell weg, nach Hause gefahren. Wir wollen eines Tages eine weiße Welt, die sich ihrer selbst und ihrer Aufgabe bewusst ist. Eine Welt, hör zu, eine Welt, in der Höherentwicklung unserer Rasse das Ziel sowohl der Familien als auch der Regierung ist. Unser Anliegen ist eine sichere und fortschrittliche Zukunft für unsere Rasse. Ohne diese Frau wäre die Zelle in der Fassung aus meiner Sicht gar nicht funktional gewesen. Es ist eine Identität des Fühlens und Denkens. Und insofern gehe ich nicht davon aus, dass Frau Schäpe da so eine stillleidende Dulderin des Geschehens war, sondern möglicherweise also auch noch eher eine inspirierende und aufbauende Funktion ausgeübt hat, die man sich also fantasievoll sehr deutlich vorstellen kann. Unser Anliegen ist eine sichere und fortschrittliche Zukunft für unsere Rasse. Wie war die Lebenseinstellung bei Ihrer Cousine? Haben wir uns nie über Politik unterhalten. Die anderen zwei, das hat jeder gewusst, die konnten sich ganz schön reinsteigern in solche Sachen. Versuchen Sie, Ihre Cousine ein wenig zu beschreiben. Ja, sie war robuster als andere Frauen im Umgang. Und sie hatte die Jungs im Griff. Ständig lese ich irgendwas von mir in der Presse. Da wurden Teile von meinen Akten veröffentlicht. Wie kann das sein? Kommt das von Ihnen? Nein, nein, nein. Auf keinen Fall. Was? Nein, von unserer Seite kommt das garantiert nicht. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das von der Polizei kommt. Unvorstellbar ist das, bitte, ne? Sie. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass meine Familie zu mir hält. Mit den ganzen Unsicherheiten, den Anschuldigungen, den Lügen in der Presse und so. Schlimm, dass man in den Zellen die ganze Zeit so unter Beobachtung ist. Manchmal hänge ich einen Zettel vors Guckloch. Ich will einfach nicht, dass mir jeder bei einem zuguckt, selbst auf dem Klo. Es gibt doch sowas wie Privatsphäre. Ich mache den Zettel hinterher dann auch wieder ab. Anfangs dachte ich, was ist denn das für eine Primitive? Ich hatte den Eindruck, dass sie nichts im Kopf hatte. So die Art, in den Tag hineinzuleben und die Art, wie sie sich in der Gruppe gegeben hat. Das hat auf mich so gewirkt, als wenn sie sehr einfach unterwegs war. Auch obszön in manchen Dingen. Und im Umgang mit Jungs sehr offen. Ist in Ihrem Besitz eigentlich ein Bild von Adolf Hitler? Ja, das habe ich. Es steht bei mir im Keller auf dem Fernseher. Hat Frau Schäpe mal was zu dem Bild gesagt? Nein, gar nichts. Hat das Bild von Hitler eine Bedeutung für Sie? Nur als reine Erinnerung. Ich habe immer gehört, dass Frau Schäpe über Ausländer gesprochen hat. Nein,
Und ich kann auch heute nicht sagen, ob sie Ausländerpack gesagt hat. Sie haben Frau Zschäpe jetzt mehrmals angeschaut. Haben Sie Angst, gegen sie auszusagen? Nee, hab sie nur lange nicht gesehen. In meinen Augen hat die Frau nichts Böses gemacht. Hatte Frau Zschäpe einen Spitznamen? Ja, Titelmaus. Wie kam sie darauf? Na ja, sie hieß Dinelt und sie ist eine Maus. Haben Sie sie so angesprochen? Natürlich, die Titelmaus. Sie ist ja auch eine hübsche Maus. Gucken Sie manchmal Polizeisendungen und ärgern sich dann? Wieso? Naja, was die Medien erzählen, ist das meiste doch Humbug. Schon, aber nicht alles. Also wenn ich von mir ausgehe, ich kann schon zwischen Fiktion und Realität unterscheiden. Zum Beispiel, Harry, hol mal den Wagen. Ja, und ich? Ich schaue schon gern. Tatort, Polizeiruf, der letzte Bulle. Sowas gucken Sie? Na klar, hin und wieder. Das Vormittagsprogramm ist doch total unrealistisch. In diesen ganzen Gerichtssendungen kommt in letzter Sekunde ein wichtiger Zeuge und der Fall nimmt eine dramatische Wendung. Ja, ja, dramatische Wendung. Darauf hofft man immer. Glaube ich nicht dran. Sie beide sind doch ganz anders als die im Fernsehen. Wir geben uns Mühe. Ich jedenfalls. Da so hat er sie aufgeweicht auf diese wirklich menschelnde Tour. Ach ja. Das ist eine ganz ausgefeilte Strategie, wie man auf diese Weise jemand, der nicht reden will, zum Reden bringt, indem man so einen ganz harmlosen Eindruck erweckt und dann plötzlich sagt er Dinge, die er vielleicht niemals sagen wollte. Der Adenauer hat mal gesagt, hinterm Rhein fängt der Ural an. Und er konnte das perfekt. Die Strecke ist frei, keine Staus. Ich wiederhole, keine Staus. Gib mir deine Hand. Was? Was soll das werden? Hast du Angst? Drück ab. Drück ab. Mach schon! Drück ab. Drück ab. Drück! Was soll die Scheiße, Mann? Beruhige dich. Du bist doch völlig geisteskrank, Mann. Hey, hey, ganz ruhig, ja? Ganz ruhig. Ganz ruhig. Hm? Dieses Du, Mundlos Böhnert, das waren zwei völlig unterschiedliche Charaktere. Mundlos war ein freundlicher Typ, der auch mal seine Witzchen gemacht hat, wenn auch öfters unter der Gürtellinie. Aber Böhnert, das war ein Sadist. Der war sehr aggressiv, wenn mir irgendwas nicht nach seinem Kopf gegangen ist. Der konnte plötzlich ausrasten und hatte dann noch mal schnell ein Messer zur Hand. Getreu dem Motto Sieg oder Tod wird es kein Zurück geben. Entschlossenes, bedingungsloses Handeln soll der Garant dafür sein, dass der morgige Tag dem deutschen Volke gehört. Tam şu anda mesela getirip seti koydu. Koyarken böyle tam herhalde şey ayarlıyor herhalde orada. O an böyle kafayı kaldırırken göz göze geldik böyle yani. Ya bilmiyorum yani diyorum yani böyle bir şey ama samimi bir bakış değildi yani.
Yani gerçekten samimi bir bakış değil. Yani belki de hani birisi görecek mi, birisi şey yapacak mı, anlayacak mı korkusu vardı yanılmıyorsam. Yani samimi bir şey yoktu, bakışı yoktu. Heute Nachmittag ereignete sich in der Kölner Kolbstraße eine folgenschwere Bombenexplosion. 22 Verletzte sind zu beklagen. Der Bundesinnenminister Otto Schily schließt einen terroristischen Hintergrund derzeit aus. Sie haben gesagt, ich bin der Meinung, dass die beiden sich nie hätten begegnen dürfen. Das war so. Die hätten sich nie begegnen dürfen. Der nationalsozialistische Untergrund NSU verkörpert die neue politische Kraft im Ringen um die Freiheit der deutschen Nation. Keine Partei, kein Verein ist die Grundlage des NSU, sondern die Erkenntnis, nur durch wahren Kampf dem Regime und seinen Helfern entgegentreten zu können. Was brauchten die drei die Waffe? Das habe ich nicht gewusst. Haben Sie nachgefragt? Nein. Hatten Sie keine Bedenken, die Waffe mit Schalldämpfer und Munition zu übergeben? Ich habe gedacht, da passiert schon nichts. Ich hatte ein positives Gefühl, dass die drei in Ordnung sind. Wussten Sie, dass man in den Zellen friert? Sogar mit mehreren Decken, dass da nur 18 Grad sind? Haben Sie inzwischen Arbeit gefunden? Nee. Nichts, was in Frage kommt. Gibt was als Hausmädchen, aber das mache ich nicht. Zu viel Arbeit, zu wenig Freizeit. Ich darf bei den Jogginggruppen nicht mitmachen. Ätzend. Welchen Eindruck hatten Sie von Frau Zschäpe dabei? Bei der Übergabe der Waffe war sie nur kurz da, 2-3 Minuten. Wie hat sie sich gegenüber den beiden anderen verhalten? Sie hat die beiden Uwes nicht auf den Mund geküsst. Sie war zum Teil optisch schon sehr auffällig. So habe ich sie auch persönlich in Erinnerung, dass sie mit langen Mänteln, gefärbten Haaren und so weiter aufgetreten ist. So, dass sie schon aufgefallen ist, zumindest optisch. Aber sie hat eben auch nicht sich irgendwo in den Mittelpunkt politisch gesetzt oder hat da irgendwo auch polarisiert oder da Anstöße gegeben, sondern sie hat eben mitgemacht und hat ihren Dienst wie viele andere getan. Sagen Sie mal, haben Sie die Haare anders? Ja, habe ich getönt. Ist ganz gut, ne? In Köln, da gibt's eine Friseurmeisterin, die macht mir die Haare. Ich werde nur von der Chefin geschnitten. Und woher die Ehre? Ich lasse mir ja nicht die Haare versauen. Ist ja eigentlich nur ein Problem bei Kurzhaarschnitten, aber... Ja, aber es ist immer schon eine nette Abwechslung. Ich meine, man lässt sich verwöhnen, tut sich was Gutes. Tönen kostet nicht viel. 10 €. Das ist ja günstig. Aber Tönen bei Männern, ich meine, das sieht man doch immer. Das sieht man doch immer sofort. Ne? Schröder. Ja, aber macht in jedem Fall immer ein bisschen jünger. Danke für die Blumen. Da nicht für. Thank you.
bir üç saat konuştum. Ondan sonra beni dışarı çıkardılar. Makineleri çekmişler. O anda gitmiş zaten. Makineyle yaşıyormuşmuş. Benim ilk şüphem Nazi yani. Bilmiyorum Allah mı söyletti, ne söyletti. Ben devamlı Nazileri öldürdü dedim. Ama hiçbir zaman polisler inanmadı bana. Beni çok kötülediler. Dediler sen öldürdün. Kocanı sen şey yaptın. Kardeşinle bir oldun, sen öldürdün. Yani yatak odama daha girdi. Ben aslında sorulmayacak şeyler sordu. Dedi ki günde kaç defa cinsel ilişki yapıyorsun dedi. Bu bana sorulur mu? Ondan sonra dedi senin kocan dedi hem seninle yatıyor hem başkasıyla yatıyor. Hiç dilemedi. Hiç polise boyuna bana hakaret yaptım. Hiçbir zaman özür dilemedi. Schuhe aus. Gut, dass wir heute fahren. Heute ist Montag, Suppentag. Kann ich gut drauf verzichten. Mal sehen, was Gera so kocht. Hatten Sie schon Gelegenheit, in Ihre Akte zu schauen? Ja, die Aussagen von den Leuten, die ich kenne, die aus der Polenstraße, das interessiert mich schon, was die über mich denken. Aber der Rest, das ist so belastend, dass... Nee, da habe ich gelernt zu verdrängen. Ich bin Meister im Verdrängen. Wie weit ist es denn noch? Wann sind wir da? 2 bis 3 Stunden. 2 Stunden. Pınar Kılıç, 51 Jahre. Ich bin verheiratet mit Herrn Kılıç. Das ist mein Mann. Ja, das ist schon klar. Was war Herr Kılıç für ein Mann? Fragen Sie doch diese Frau. Er war ein guter Mensch, ein Familienvater. Er war ein anständiger Mann. Was soll ich denn noch erklären? Mhm. Das Blutbad im Geschäft musste mir ganz alleine wegmachen. Ich musste das Blut meines Mannes vom Boden des Geschäftes aufwischen. Ich hatte Angst, dass mir auch etwas passieren würde. Oder meine Tochter.
Was denken Sie denn, wie es einem geht? Können Sie sich nicht vorstellen, wie das Leben ist, wenn der Mann ermordet wurde? Ich will, dass diese Frau ihre Strafe bekommt. Geht's noch? Als Vorschrift. Ich bin einiges gewohnt. In Köln sitzen die meisten wegen Drogen. Das müssen die anderen Insassen dann mit ausbaden. Wieso? Ja, weil die versuchen, Drogen reinzuschmuggeln. Deswegen gibt's da besondere Sicherheitsvorschriften. Deswegen habe ich auch immer noch keinen Ventilator. Haben Sie denn einen Antrag gestellt? Ja, klar, schon längst. Aber da könnte man unter Umständen Drogen drin verstecken. Dabei will ich mit Drogen überhaupt nichts zu tun haben. Kann ich auch nur von abraten. Da ist die Abhängigkeit ja noch größer als bei den Zigaretten. Da ist man richtig körperlich abhängig. Trotzdem habe ich immer Schiss, dass sie mich einer UK unterziehen. Ich dachte, Sie haben nichts zu befürchten. Nee, habe ich auch nicht. Ich sehe das als persönlichen Niedergang. Dieses Pinkeln in einen Becher unterzeugen. Ist doch erniedrigend. Sollen wir eine kurze Pause machen? Ich muss mal auf die Toilette. Wenn es geht, allein. Wo können wir stoppen? Ihr müsst direkt am Wagen sichern. Wie hat Mundlos sich zum Thema Ausländer verhalten? Ich gehe davon aus, dass er dieselbe Meinung hatte wie wir alle. Also eine Begrenzung der Anzahl der Ausländer in Deutschland. Wir sind für eine Familienzusammenführung im Heimatland und eine Zuzugsbeschränkung. Hat Mundlos sich mit bestimmten Büchern beschäftigt? Meistens Lektüre über Rudolf Hess. Ich weiß, dass das Hess-Thema Mundlos sehr bewegt hat. Ich bin mir auch sehr sicher, dass Mundlos Hitlers Mein Kampf gelesen hat, wie ich selber auch. Ich habe mir schon mal Gedanken gemacht, wenn Mundlos und Böhnhardt in Springerstiefeln ankamen. Aber ich dachte immer nur, dass es ja nur ihre Freunde sind. Vielleicht habe ich mir ja auch nur eingeredet, dass Beate nicht so ist. Was war denn das Motiv dafür, dass Sie Dönerbuden umgeworfen haben? Dönerbuden, das war ein bestimmtes Feindbild. Hätte da eine Bockwurstbude gestanden, hätten wir das nicht gemacht. Wie soll das gehen? Ziehen?
Also, Sie hören das doch auch alles, also die ganze Zeit. Was denken Sie? Der traue ich alles zu. Haben Sie die Augen gesehen? Ja, die Augen zählen aber nicht, der Hass dahinter schon. Nicht, dass Sie auf dumme Gedanken kommen. Bitte. Ich habe mich verspätet. Eigentlich wollte ich meinen Sohn um 17 Uhr ablösen. Er wollte zur Abendschule. Als ich dann ins Zimmer reinging, habe ich auch auf den Tisch zwei rote Tropfen gesehen. Ich habe gedacht, Halit hat Farbe verschüttet oder sowas. Als ich vorbeiging, habe ich meinen Sohn auf dem Boden liegen gesehen. Ich habe den Tisch weggeschoben und habe meinen Sohn auf meinen Arm gelegt. Er hat nicht geantwortet. Er hat nicht geantwortet. Er hat nicht geantwortet. Beruhigen Sie sich. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie bitte. Schauen Sie bitte auf die Tatortskizze. Kommen Sie bitte. Und zeigen bitte, wo Sie Ihren Sohn fanden. Ja, mein Sohn lag hier. Und dort habe ich die zwei Tropfen gesehen. Halit, seine Füße waren unter dem Tisch. Er lag auf dem Rücken. In Ihrer Vernehmung haben Sie angegeben, dass Sie Ihren Sohn auf dem Bauch gefunden haben. Nein, nein, das ist bestimmt ein Missverständnis. Schauen Sie, Herr Vorsitzender, schauen Sie. Mein Sohn lag so auf dem Boden. Setzen Sie sich wieder auf Ihren Platz. Danke.
Waren Sie schon mal im Osten? Noch nie. Wie geht das denn? Ist ein weiter Weg von Köln bis hier rüber. Ja. Ich wäre gern nach Thüringen verlegt worden. Vielleicht klappt es ja noch. Die Chancen stehen schlecht. Die denken doch, erst stellst du einen Antrag auf Verlegung und dann gleich hinterher noch einen Reiseantrag. Da hätte mein Anwalt mit dem einen vielleicht ein bisschen warten können. Die denken doch, die kriegt den Hals nicht voll. Sagen Sie mal, als Sie sich damals in Jena der Polizei gestellt hat, nach der viertägigen Irrfahrt durch Deutschland. Irrfahrt? So wirkt das momentan auf uns. Das muss ja so nicht sein. Nein, auf keinen Fall aber. Als Sie sich damals in Jena der Polizei gestellt haben, da haben Sie gesagt, dass Sie sich eigentlich gestellt haben, um eine Aussage zu machen. Haben Sie das ernst gemeint? Ja. Ich bin niemand, der nicht zu seinen Taten steht. Wenn ich rede, dann wird meine Aussage vollständig und umfangreich. Finde ich angebracht. Seit es meiner Oma so schlecht geht, überlege ich immer wieder, ob ich vielleicht doch aussagen soll. Aber mein Anwalt will das nicht. Ja, es gibt solche und solche. Kommt denn jetzt noch was von Ihnen? Das Gericht wird das gewiss honorieren. Ich weiß nicht, ob meine Aussage irgendwas ändern würde, also ob das mein Strafmaß verringern würde, das sehe ich nicht. Bin ich mir echt unsicher. Ich würde mich gern bei meiner Oma entschuldigen. Würde ihr gern erklären, wie alles gekommen ist. Also, das gibt ja viele, die sich erst nach Jahren oder ja, Jahrzehnten zu einem Geständnis durchringen. Aber das Warten, das frisst. Das frisst einen auf. Manchmal, da ist es wichtig, mit dem alten Leben abzuschließen. Oh, das kenne ich nur zu gut. Ja? Das ist zu privat. Ich hätte da mal eine Frage. So ein Fall wie mein, den gab's doch noch nie, oder? Na, in der DDR weiß ich nicht. Wir sind ja alle aus dem Westen, aber zu den Zeiten der Roten Armee-Fraktion, da damals hingen die Fahndungsplakate in allen öffentlichen Gebäuden, überall von den Gesuchten, ja. Und dann wurde Peter Stoll wurde bei einer Polizeikontrolle erschossen und andere Terroristen wie Susanne Albrecht, Christian Klar wurden dann später verhaftet. Und Susanne Albrecht hat alles erzählt, was sie wusste, alles. Christian Klar hat nichts gesagt. Keine Aussage, keine Kooperation, nichts. Klar hat mehr als 20 Jahre seines Lebens in Haft verbracht. Susanne Albrecht war nach ein paar Jahren wieder raus. Vielleicht nehmen Sie sich das mal als Beispiel. Verurteilt zu 13 Jahren, nach 3 Jahren offener Vollzug und nach 6 Jahren Bewährung. War sie raus. Lebt jetzt irgendwo ein neues Leben, hat einen guten Beruf. Vielleicht können wir das ja mal vertiefen. Bei einer Razzia in Jena-Lobeda beschlagnahmte die Polizei Sprengstoff, Rohrbomben sowie Spiele mit antisemitischem und rassistischem Inhalt. Mit dem Verkauf der Spiele finanzierten die drei flüchtigen Neonazis wohl ihren Lebensunterhalt. Ich kenne Leute, die das hatten oder damals gekauft haben. Und das waren so kleine Sachen. Das gab ja keine Serien- oder Massenanfertigung. Aber das waren natürlich so kleine Aktionen, wo Geld dann eben zu denen zurückfließen sollte. Oder eben schon so ein erwähntes Konzert, dessen Erlöse eben vollständig den drei zugehen sollten. Lass die Finger weg. Die sind schon verkauft. Und? Wenn so eine Scheiße nochmal passiert, dann komme ich bei ihm persönlich vorbei.
6.000 Mark Konzerteinnahmen. Ja, irgendwer rausgegriffen, irgendeine jüdische Sau! Und was ist mit dem Geld für die Spiele? Die sind doch noch nicht mal verkauft. Ich habe Tino nach einer sicheren Adresse im Ausland gefragt. Ich gehe nicht ins Ausland. Aber die kennen Leute in Tennessee. Das ist mir scheißegal. Dann geht ihr doch nach Tennessee. Und ich gehe zurück nach Jena. Ich hab doch gesagt, Finger weg. Wie lange haben Sie Ihre Großmutter eigentlich nicht gesehen? Habe ich ja auch schon überlegt. Ich weiß nicht. Aber vielleicht ist es das letzte Mal. Nicht so pessimistisch. Sie freut sich sicher schon. Hoffentlich regt sie sich nicht so auf. Ich weiß ja nicht, was sie erwartet. Sie hat sich früher viel um mich gekümmert. Welche Rolle spielte Frau Zschäpe nach der Wende in Jena? Wir waren halt eine große Gruppe. Sie war mit Mundlos und Böhnert liiert. Wie ist Ihr Leben so abgelaufen? Unkontrolliert. Saufen, Party, Spaß. Spielte Ausländerfeindlichkeit eine Rolle? Es war dieses einfache Weltbild, sehr schwarz-weiß. Wir büßen unsere Heimat ein, werden regiert vom Finanzjudentum. Ich habe damals in einem Plattenbau wie hier in Jena Lobeda gelebt und da waren viele von diesen Gastarbeitern untergebracht und dann hat man das eben fast täglich gesehen, dass da eben Gruppen dorthin sind, um klarzumachen, Deutschland den Deutschen. Wie war der Zustand der Person, auf die Sie eingetreten haben? Ich meine, das stand ja in der Zeitung, dass sie schwer verletzt war. Mitte der 90er habe ich sie mal in ihrer Wohnung besucht, bevor wir in die Disco gefahren sind. Und da sind mir zwei Sachen aufgefallen. Einmal Erdbeerschaumwein, weil ich den total ekelhaft fand. Und das Zweite, dass sie eine Pistole hatte. Ich weiß aber nicht, ob sie echt war. Ich weiß nur noch, dass sie ihre Walli genannt hat. Es sind nachts Leute gejagt worden mit Autos von Neonazis. Und die Neonazi-Frauen, also damals Beate Zschäpe oder auch Yvonne B., nicht anders. Schon so ein Stück weit eine andere Qualität, weil sie eben nicht nur die Freundinnen von waren, sondern selber aktive Neonazis, die dieselben Formen der Gewalt angewendet haben, wie auch die Männer. Die Häuser sind ja so hässlich. Eine Wohnung sieht aus wie die andere, total identisch. Da habe ich die Eltern von Uwe Böhnert vernommen. Nette Leute eigentlich. Ich mochte die Eltern sehr. Ich glaube, das beruht auf Gegenseitigkeit. Der Vater sieht dem Sohn ja sehr ähnlich, wie aus dem Gesicht geschnitten. Finden Sie nicht auch? Der Bruder von Uwe ist ja sehr früh gestorben.
Der ist schon zu DDR-Zeiten zu Tode gekommen, keiner weiß genau wie. Der lag einfach irgendwann tot vor der Haustür. Kein Knochen im Körper war mehr ganz. Ein Kollege aus Thüringen erzählte, das hat alles auf einen Sturz aus großer Höhe oder einen Autounfall hingedeutet. Die Polizei hat sich da gar nicht gekümmert. Schlimm. Taschentuch? Wir sind in 20 Minuten da. Habt ihr verstanden? Die politische Einstellung meiner Tochter war nicht der ausschlaggebende. Jedoch ein sehr bedeutender Grund für unser Zerwürfnis. Meine Familie und ich tendieren politisch eher in die linke Richtung. Es kam das Gerücht auf, dass Frau Tschäper Ausländer eben nicht leiden kann. Also stimmt es, dass ihr Bruder nicht gekommen ist mit seiner vietnamesischen Frau? Ja, das ist richtig. Und es stimmt, dass die Frau ihres Bruders Vietnamesin war? Also mir ist es vollkommen Rille, ne? Ob das Türken sind, Griechen oder Vietnamesen. Für mich sehen die alle gleich aus. So gern umarmen. Hast du noch Schmerzen? Es geht besser. Wir haben dich lange nicht gesehen. Erwachsen siehst du aus. Ich habe immer gesagt, du kommst noch mal. Und danke für das Geld und die Plätzchen. Reicht es? Reicht das Geld? Ich kaufe davon meine Zigaretten. Du siehst so schmal aus. Isst du genug? Ich würde so gern hierher verlegt werden. Nicht so weit weg. Essen wie zu Hause. Und das kriegst du ja auch nicht. Wirst du gut behandelt? Ich habe so Angst, dass sie dir was tun. Die in der JVA, die sind sehr freundlich. Ich muss aufpassen mit den anderen Gefangenen. Aber ich bin ja allein, Oma. Mach dir keine Sorgen. Ich habe immer gedacht, du kannst mich fast alles fragen. Oma. Lars. Und dann machst du einfach weg. Und man hat gedacht, du bist tot. Oma, ich wollte dich da nicht mit reinziehen. Ich lass mich hierher verlegen und dann sehen wir uns öfter, ja? Können wir dir irgendwie helfen? Ich melde mich, wenn ich was brauche.
Wenn der Mundlos und der Böhnhardt losgezogen sind, warst du dann mit dabei? Bis morgen. Bis morgen. Wo sind wir denn? Wie heißt das Hotel? Zentral. Ali, Drecksau, wir hassen dich. Ein Türke, der in Deutschland lebt und sagt, er ist auch hier geboren, den sehen wir schon als verloren. Er plündert, raubt und wird dann frech. Doch heute noch stirbt er. So ein Pech. Kommen Sie rein, ist offen. Ach du lieben Jod, hier sieht es ja genauso aus wie bei mir. Darf ich? Bitte. Fangen Sie mit dem Protokoll an? Bin dabei. Wie ist denn Ihre Meinung? Es gab diesen einen Moment, oder? Ansonsten weiß sie alles von sich. Die Oma ist wahrscheinlich der einzige Mensch, bei dem sie nicht kämpfen muss. Die Presse spinnt sich das Klischee der friedfertigen Frau zusammen, aber die Zschäpe war nicht das Sexanhängsel der beiden Uwes. Was macht sie so sicher? Intuition. Auf einmal? Die Zielsetzung des Trios war eine völlig andere als zum Beispiel bei der RAF. Solche Nazis wie Mundlos und Böhnhardt haben kein Interesse an seitenlangen Bekennerschreiben. Punktuell morden. Und dabei effektiv Angst und Schrecken verbreiten. Wie ein Sniper. Je undurchschaubarer, desto grausamer ist letztlich ganz simpel. Wir sind immer noch bei der Unschuldsvermutung. Sie haben mich nach meiner Meinung gefragt. Die Uwes schießen den Ausländern mitten ins Gesicht. Keine Diskussion. Taten statt Worte. Nur der monströse Gedanke an Säuberung, an Rache, an Migranten. Ausländer, Negern, die den Weißen alles wegnehmen. Und das hat die Zschäpe auch verinnerlicht. Das ist er. Mhm. Frau Özkan, haben Sie eine Frage? Was hatten Sie eigentlich gegen den Staat? Wir waren frustriert und haben uns gegen alles gewandt. Der Staat alles zulässt, die Ausländer und so. Und wir hängen auf der Straße rum. Wie viele Ausländer kannten Sie damals? Keine. Welche Vorteile haben die Ausländer genossen vom Staat? Wir waren der Meinung, dass die Geld und Wohnungen vom Staat bekommen und nichts dafür tun müssen. Wie kamen Sie zu dieser Meinung? Das haben wir uns so gedacht. Gene de bir şeymiş yani. İş yerinde Almanlar istemişler, öldürmüşler dediler. Bilmiyoruz ki nerede öldürdük beni. Peki. Almanya'ya gitmediğimiz hiç bilmiyoruz kızım. Neresinde mağazası bir de, varmış bir köyümüzü yani, biliyoruz, bir yeni şehre gidiyoruz biz. Yani mağazası varmış dediler, mağazasında.
koltuğunda dikenli de oturuyormuş. De otururken vuruyorlar işte ağzından mı kalk. Böyle yapsa herhalde acık burlana gidecek. Hepsi ağzına gitmiş kurşunla. Meydan da ya, Türk düşmanı işte. Görünce kadar gideceksin. Öyle biz besleyemiz diyor da. Görürse için bir şey diyemeyiz. Kanun, oranı kanuna göre hareket. Başka ne? Oranı kanuna verirsin. Ne düşündünüz motiflerinin ırkçılık olduğunu duyduğunuzda? Biz bir şey aklı gelmezdi buralarda. Kimse bir şey bilemedi. Hiçbir şey yok. Ancak üzüldük, başka bir şey yok. Üzüldük, ağladık, sızladık ancak. Yanlışlık yapacak insan değil. Ya ich nehme die Spieße mit der Erdnusssoße, bitte. Alle Achtung für heute. Ihr macht sie auf. Chapeau. Soweit es möglich ist. Allerdings nichts Konkretes, nichts Brauchbares. Doch. Wir dringen zu Ihrem Kern vor. Also sie hat mit den Uwes gelebt, hat beobachtet, wie die Arbeitsbienen ausschwärmen, hat sich eine Tasse Tee gemacht, Zigarette, mit den Nachbarn geplaudert. Interessiert uns das? Wir brauchen Fakten. Ich will wissen, wer, wann, wo. Das kriegst du nicht. Wie ging es der Zschäpe, wenn die beiden mit Fotos von neuen Opfern ankamen? Das müsste sie uns endlich mal erklären. Es wird Zeit. Geht ja auch um ihren Hals. Deckung ist das, was sie am besten kann. Sie war die schwarze Sonne von den beiden. Schwarze Sonne? Bist du besoffen? Oh, das geht aber schnell. Also, was haben wir wirklich? Danke. Guten Appetit. Danke. Na, immerhin haben wir jede Menge Waffen und Geld in ihrer Wohnung gefunden. Das beruhigt mich schon mal. Das haben wir. Zudem hat sie genau verfolgt, wo die Uwes waren, hat sich TV-Berichte über die Tatorte angeschaut. Ja, aber wohin führt uns das? Mein Gott, was habt ihr euch 5 Jahre mit dieser Dönerspur aufgehalten? Das ist unsäglich. Die hatten anfänglich Spuren in diese Richtung. Ja, vom Winde verweht, in 2 Sekunden. Du warst nicht dabei. Wir sind jedem Hinweis in den Familien nachgegangen. Wir haben sogar Polizisten in die Türkei geschickt. Ja, das glaube ich dir. Erst werden die Ehemänner erschossen und werden die Familien ein zweites Mal kaputt gemacht. Die Frauen gequält, Geldgeschäfte unterstellt, Affären, Drogengeschäfte. Alles ins Leere, alles. Die glaubten an Spuren im Familiären. Graue Wölfe, PKK, mussten die Kollegen alles in Erwägung ziehen. Das kann alles sein. Aber der rechten Spur hätten sie wenigstens nachgehen müssen. Mit Verlaub, das ist Humbug. Niemand konnte nach den ersten Fällen von 2 Typen aus Jena ausgehen. Von einer Zelle, die morgen durch das Land zieht, die weiße Rasse im Blick. Das müssen wir auch erst noch beweisen. Und dann noch der Verfassungsschützer an einem der Tatorte. Sekunden vor dem Mord. Wie wollt ihr den denn da raushalten? Wollen wir das? Geht ihr davon aus, dass er beteiligt war? Ach Quatsch. Nix da. Sind diese Menschen es nicht wert, dass man alle Richtungen aufmacht? So. Wenn Sie mir noch einmal so etwas wie Rassismus unterstellen. Und dir doch nicht. Hör doch mal zu. Wenn Sie meinen Kollegen unterstellen wollen, dass sie im Fall von ermordeten Türken anders ermitteln, als im Fall deutscher Mitbürger, schmeiß ich sie raus. Also für mich hast du die Frage eigenartigerweise gerade selbst beantwortet. Ihr könnt mich mal. Gewinnt ihr Vertrauen? Euch bleiben morgen noch 4 Stunden. Was passiert, wenn sich rausstellt, dass die Zschäpe vom Verfassungsschutz geführt wurde? Der wird noch sein blaues Wunder erleben.
Kaffee. Alte Schule. Wie geht's denn Ihrer Oma? Sie waren noch dabei. Möchten Sie? Ich auch. Nein, danke. Ich muss abnehmen. Wo denn? Sehen Sie, hier ist ein Test. Die meisten laufen ja zu schnell. Hier steht's, ich laufe zu schnell. Ich habe gehört, dass ein Buch über meinen Fall geschrieben wird. Richtig. Ist bereits erschienen. Man hat mir abgeraten, da reinzuschauen. Aber das interessiert mich natürlich, es ist schließlich mein Fall. Wollen Sie sich das Buch mal anschauen? Sie haben es dabei. Wir haben das gestern in Gera gekauft. Wir waren shoppen. Sie interessieren sich für Ihre Flucht? Sicher. Für den Rest habe ich einfach keine Nerven. Ich bin momentan ein bisschen empfindlich. Zaten ilk gördüğüm ses çok moralimiz bozuldu. Karşımıza geçti. Zaten sakız çiğnedi böyle şeyimizi yaptı. Moralimizi çok bozdu yani. Yani o anda elimize gelse şey yapacaktık, neredeyse öldürmeye karar vermiştik. Ama yine sakinleştik. Yani öyle sakin dinledik yani. Hapım var zaten, sakinleştirici hapım. Onu içtim. Morgen, bitte setzen Sie sich. Hiçbir şey yapmamış gibi oturuyor yani. Yani 10 tane insan öldü burada ama sanki hiçbir şey olmamış gibi. Yani sanki dünya umurunda değil yani ama ne bileyim yani ama sonradan yavaş yavaş mesela belki biraz daha dikkatlice baktığın zaman yani nasıl içe gömüldüğünü yani anlıyorsun yani ister istemez bunu görebiliyorsun yani gözlerinde, bakışlarında. E tabii bir de bizi gördü. Bizi görünce sanki kasten yapar gibi sakız şişirmeler, su içmeler. Yani öyle şeyler bizi çok yıprattı yani. Da ist sogar mein Anruf drin. Der macht sich über mich lustig. Wie heißt der Typ nochmal? Gott, ja, das ist doch der von Panorama. Das ärgert mich maßlos. Das sind nur Kleinigkeiten. Lesen Sie mal den Bericht des Brandermittlers. Da steht drin, dass im Brandschutt in Ihrer Wohnung in Zwickau 1800 Asservate gefunden worden sind. Da sind viele Beweise zu erwarten. Sehr viele. Wir wissen jetzt sogar, welches Shampoo Sie benutzt haben. Also ich kenne Anwälte, die ihren Mandanten in so einer Situation raten zu reden.
Es wurden an vielen Stellen in der Wohnung Spuren von Benzin gefunden. Sogar in ihren Socken. Haben Sie mich als Bauernschlau bezeichnet? Nein. Das war Ihr Einweiser in Köln bei der Belegung der Zelle. Er hat das vermerkt. Hat er auch mein Kopfkissen geklaut? Richtig. Das war für die Spürhunde, die die Fährte ihrer Flucht rekonstruiert haben. Die Viecher finden alles raus. Bauernschlau. Es mag ja in manchen Regionen vielleicht nicht beleidigend sein, aber ich finde das sehr beleidigend, Bauernschlau. Ja gut, haben wir das auch geklärt. Ich wollte einfach nur statt eines Fernsehers mehr Geld. Die 43 Euro, die ich von meiner Familie kriege, die reichen nicht mal für Zigaretten. Sagt er zu mir Bauernschlau? Was denkt er sich eigentlich? Also ich für meinen Teil habe das Rauchen aufgegeben. Es ist besser. Hat sie eigentlich der Brief von Breivik aus Norwegen erreicht? Nö, noch nicht. Ich glaube auch kaum, dass sie mir den geben. Können Sie denn ein bisschen Englisch? Ja, schon. Also, wenn der so will schreibt, wie er redet, dann gute Nacht. Untergrund, U-Haft. Was macht das mit einem? Vielleicht müssen wir mal wieder über die Banalität des Bösen nachdenken. Banal, böse oder beides. Oder unschuldig. Es verlieben sich ja viele im Knast. Das glaubt man gar nicht. In Köln liegt der Frauentrakt genau gegenüber vom Männertrakt. Dann sind die doch trotzdem getrennt voneinander. Die Beziehungen entstehen über die vergitterten Fenster. Die brüllen den ganzen Tag ordinären Kram über den Hof. Das höre ich bis in meine Zelle. Ja, die ersten paar Tage war das noch ganz lustig, aber hoffentlich werde ich da nicht hinverlegt. So. Ich glaube, wir müssen jetzt langsam wieder. Ich würde gern noch aufrauchen. Klar. Wird schon nicht Ihre letzte sein. Glauben Sie, ich kann nicht aufhören? Glauben Sie, ich habe keinen Willen? Ich kann jederzeit aufhören. Umdrehen. Mein Appell richtet sich an Frau Zschäpe. Sie sind auch eine Dame. Ich spreche Sie als Mutter an. Als eine Geschädigte. Ich bitte Sie, diese Vorfälle aufzuklären. Seit 7 Jahren schlafe ich nachts nur 2 Stunden. Ich denke immer, wie konnte das geschehen? Befreien Sie mich bitte von diesem Gefühl. Sie müssen deswegen nicht die Sünden von anderen übernehmen. Denken Sie bitte immer an mich, wenn Sie sich ins Bett legen. Denken Sie daran, dass ich nie schlafen kann. Ich danke Ihnen allen. Thank you.
Hatten Sie eigentlich mal einen Kinderwunsch? Vorstellung von Familie, bürgerlichem Leben? Hat nicht sollen sein. Ich wollte Kindergärtnerin werden. Hat auch nicht geklappt. Worauf wollen Sie eigentlich raus? Wenn Sie so vor einem sitzen, so ganz normal, dann kommen einem so Gedanken. Da ist der Dom. Den habe ich noch nie gesehen. Wenn ich wieder raus bin, schaue ich mir den von innen an. Und dann trinke ich einen Radler und gehe am Rhein spazieren. Das wäre ein Wunsch. Wir machen einen kleinen Umweg. Kennen Sie den Biergarten am Park? Ja. Da fahren wir jetzt hin. Das wird Ihnen gefallen. Wir halten am Biergarten. Anweisung vom Chef. Passen Sie mal auf. Früher ging es um Diebstahl, Körperverletzung. Sind immer davon gekommen. Aber das hier, das ist eine ganz andere Nummer. Das wissen Sie doch selbst. Ich sage Ihnen was. Wir gehen jetzt in den kleinen Biergarten da und setzen unser Gespräch unter vier Augen fort. Ihre Entscheidung. Das könnte euch so passen. Dann nicht. Sie es sich anders überlegen sollten. Liebe Schwester Beate, ich kann mir vorstellen, wie schwer es für Sie gewesen ist, allein zu kämpfen, Schwester. Beate, ich hoffe, dass Sie freigesprochen werden. Aber wenn Sie am Ende verurteilt werden, hoffe ich, Sie werden bereit sein, mit mir zu korrespondieren. Wenn klar wird, dass du tatsächlich eine militante Nationalistin bist, wirst du zur mutigen Heldin des nationalistischen Widerstands, die alles getan und geopfert hat, um den Multikulturalismus und die Islamisierung Deutschlands zu stoppen. Wir beide sind unter den ersten Regentropfen, die den gewaltigen, reinigenden Sturm ankündigen, der auf Europa zuzieht. Thank you.
Feuer? Ihr Anwalt ist jetzt da. Troller, guten Tag. Dietrich hier. Den Chip besagt man doch aus. Ach. Mhm. Hätte sie auch vorher haben können. Bauernschlau. Tja, Bauernschlau. Sag ich doch.